Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Echt auch schön, dass es hier so voll geworden ist. Für mich ist das jetzt ein bisschen, in meinem früheren Leben habe ich auch mal ein bisschen an der Uni gelehrt. Es ist jetzt echt schön, hier mal wieder hier zu sein und an der Uni zu sprechen. Freut mich sehr. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin seit gut 5 Jahren Mitglied der Lübecker Bürgerschaft. Und darum wird das, was ich heute erzähle, auch schon so ein kleines bisschen politisch gefärbt sein, weil das natürlich auch ein Kampf ist. Wie machen wir, wie schaffen wir es, dass Lübeck zur Fahrradstadt wird? Und ich werde das natürlich auch aus einer gewissen Parteilichkeit heraus erzählen. Ich versuche das zu vermeiden. Ich habe auch sehr versucht zu verbergen, für welche Partei ich in der Lübecker Bürgerschaft sitze. Seht mir das nach, das wird sicher an der einen oder anderen Stelle durchstimmen. Ich finde, ich mag solche Präsentationen oder solche Diskussionen eigentlich immer viel lieber, wenn wir das interaktiv machen. Also wann immer ihr irgendwie was anmerken, fragen oder einwerfen möchtet, meldet euch einfach. Dann gebe ich euch sofort das Wort. So, worüber möchte ich heute mit euch reden? Im Prinzip 4 Dinge. Mal kurz sagen, was ist eigentlich so, also die Fahrradwege, das ist ja schön, dass ihr alle Fahrrad fahrt, die Fahrradwege kennt ihr alle, aber was ist eigentlich so, was hat dazu geführt, dass wir heute mit der Infrastruktur da sind, wo wir heute sind? Was ist eigentlich the politics of Fahrradinfrastruktur in Lübeck, dass ihr da mal so ein bisschen einen Überblick habt. Wie würde eigentlich eine moderne Fahrradinfrastruktur aussehen? Wo wollen wir eigentlich hin? Wie soll Lübeck eigentlich in ein paar Jahren, wie soll die Fahrradinfrastruktur in Lübeck in ein paar Jahren aussehen? Und was ist eigentlich das, was als Allernächstes passiert? So, wie ist die Ausgangslage? Vielleicht mal die Statistik zuerst. Wir messen relativ regelmäßig, nicht nur in Lübeck, sondern in ganz Deutschland, wie bewegen sich eigentlich die Menschen fort. Man nennt das den sogenannten Modal Split. Man fragt die Leute von den Wegen, die ihr jeden Tag macht. Wie viele Wege sind das und mit welchen Verkehrsmitteln macht ihr das? Geht ihr zu Fuß, fahrt ihr mit dem Fahrrad, fahrt ihr mit dem ÖPNV, mit dem Auto? In Lübeck werden 20% der Wege mit dem Fahrrad gefahren. Das ist für so eine Stadt wie Lübeck mit Studenten ist immer sehr, sehr großer Determinator, wie hoch dieser Anteil ist. Ist gar nicht so schlecht. Wir sind da nicht besonders weit vorne, wir sind aber auch nicht besonders weit hinten. Das Interessante ist, dieser Anteil wächst relativ stetig an. Vor 20 Jahren war er halb so groß. Also in 2000 waren wir bei 11%. In 2017, von da sind die letzten Zahlen, sind wir schon bei 20%. Jetzt werden wir ein bisschen höher sein. Also weil Fahrradfahren als Sport vielleicht Spaß macht, weil es gesünder ist, weil es ein bisschen günstiger ist, weil es ökologischer ist. Es gibt verschiedene Gründe. Vielleicht auch Zeit, da wo Leute immer schwieriger einen Parkplatz finden. Es ist manchmal auch einfach ein bisschen netter mit dem Fahrrad zu fahren oder schneller mit dem Fahrrad zu fahren. Der Fahrradanteil stinkt und erfreulicherweise, es steigt, und der erfreulicherweise sinkt der Anteil des Autos. So, mit einem Hinweis, das sind jetzt nur die Anzahl der Wege. Wir messen da nicht. Die Leute geben keine Auskunft darüber, wie lang diese jeweiligen Wege sind. Aber immerhin, wenn man sie fragt, mit welchem Verkehrsmittel verbringst du deine Wege, es fällt der Wert des Autos, es steigt der Wert des Fahrradverkehrs. Und das ist schon mal so ein bisschen wichtig, weil eine große Diskussion im politischen Bereich ist immer, wie verteilen wir oder verteilen wir den Verkehrsraum um? Wir haben in Lübeck, und nicht nur in Lübeck, eigentlich in ganz Deutschland, Städte entwickelte in den letzten 50, 60, 70 Jahren mit dem Leitbild der autogerechten Stadt. Städte wurden gebaut mit dem wesentlichen Ziel, der Autoverkehr muss fließen. Das war das Oberste. Danach hat man alles ausgerichtet. In Lübeck seht ihr das, wir haben eine 4-spurige Asphaltwüste, Bäckergrube, mitten durch eine mittelalterliche Altstadt gebaut. Das ist sozusagen der Peak des Wahnsinns der autogerechten Stadt. Wir haben gelernt in diesen letzten 50, 60, 70 Jahren, das funktioniert nicht. Niemand ist eigentlich zufrieden mit dem Verkehr in Lübeck und es wäre ein Irrsinn, jetzt noch mehr davon zu machen. Weil es ist so ein bisschen Albert Einstein, die Definition der Dummheit ist, du machst immer das Gleiche und hoffst auf ein anderes Ergebnis. Also immer nur mehr für den Autoverkehr zu machen, wird uns unsere Verkehrsprobleme nicht lösen. Und darum fängt man jetzt an, sich mal anzugucken, was ist denn eigentlich in anderen Städten? Und das Erste, was man sieht, ist, es gibt Städte in Deutschland, da ist es mehr als doppelt so hoch. Münster ist eine Stadt, die hat jetzt sehr viel mehr Studenten, aber trotzdem fahren die Leute in Münster mehr als doppelt so viel Fahrrad, wie sie hier in Lübeck fahren. Und es gibt einen ganz zentralen Grund, neben der höheren Anzahl an Studenten oder dem höheren Anteil der Studenten, aber das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es grün auf grün ist, aber man wird immer, im regelmäßigen Abstand werden die Leute in allen großen deutschen Städten gefragt, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Fahrradinfrastruktur? Und das, was ihr jetzt eben gerade hier gesagt habt, sorry, ich duze euch jetzt, ihr könnt mich auch gerne duzen, was ihr jetzt gerade gesagt habt, das ist in diesen Zahlen hier natürlich zu sehen. Also in Lübeck ist die Zufriedenheit, das sind jetzt der Anteil der Antworten gut und sehr gut, ist eben schon relativ gering.
Und in Münster, seht ihr, sind es 83%, in Lübeck 46%. Das ist ein ganz, ganz anderer Unterschied. Also die Hypothese ist, eine bessere Infrastruktur führt dazu, dass mehr Leute Fahrrad fahren. Und wenn mehr Leute Fahrrad fahren, verbrauchen wir insgesamt weniger Platz und können dann den Verkehrsraum viel, viel, viel sinnvoller auch für andere Dinge nutzen und eine schönere Stadt bauen. Das ist so ein bisschen die Logik. Und jetzt kann man ein bisschen auch nochmal die Mathe machen. Also man kann sozusagen ausrechnen, wenn ich jetzt einfach mal in Lübeck mir überlege, ich wäre auch bei den 44%. Das sind ja ganz schön viele Leute, die vorher ihre Wege wie anders zurückgelegt haben. Und natürlich ein großer Teil haben auch mit dem Auto zurückgelegt. Man muss jetzt ein bisschen mit Annahmen spielen. Wie verändert sich das, wenn wir tatsächlich solch eine attraktive Fahrradinfrastruktur haben wie in Münster und so viele Leute in Lübeck Fahrrad fahren wie in Münster? Aber man kann mit relativ ruhigem Gewissen und konservativen Annahmen sagen, wenn wir tatsächlich so viele Leute in Lübeck hätten, die Fahrrad fahren, dann haben wir ein Drittel weniger Autoverkehr. Und ein Drittel weniger Autoverkehr ist ein echtes Fund. Also das würde man merken. Das ist so ein bisschen Corona-Level. Ne? Wenn ihr euch erinnert, als ihr zu Corona durch die Stadt gefahren seid, das ist eine andere Art von Verkehr. Das würde man spüren. Das macht die Stadt deutlich attraktiver. So, das ist so ein bisschen die Ausgangslage, wo wir heute sind. Ein bisschen statistisch. Kommen wir zu den Politics of Fahrradinfrastruktur. Das, was man wissen sollte, wenn man über Fahrradinfrastruktur in Lübeck redet, ist, es gibt überhaupt keinen Mangel an Ideen, Konzepten und Wissen. Und zwar seit Jahren und Jahrzehnten. 2004 wurde ein fantastischer Plan geschrieben und 2013 wurde dieser Plan nochmal überarbeitet. Es gab damals einen tollen Fahrradbeauftragten in der Hansestadt, der hieß Fechtel. Das war der sogenannte Fechtel-Plan. Der hat, bevor er in Rente gegangen ist, nochmal alles aufgeschrieben. Und das ist dann von der Bürgerschaft, tatsächlich von der Lübecker Bürgerschaft bestätigt oder verabschiedet worden. Er hat da vorgeschlagen, wir bauen 30 Velorouten. Ich komme gleich nochmal dazu, was das ist. Überall neue Radwege. Alle Hauptgefährdungspunkte sollen überplant werden. Was damit gemeint ist, ist, der zentrale Hauptgefährdungspunkt ist der Lindenteller. Der Lindenteller ist für Fahrradfahrer in ganz Schleswig-Holstein der gefährlichste Ort. Als ich den das erste Mal gesehen habe, konnte ich gar nicht glauben, dass man heute sowas noch bauen darf. Also das dürfte man heute auch nicht mehr bauen, aber das, was einmal da ist, hat so ein bisschen Bestandsschutz. Aber zwei Fahrspuren in einem Kreisverkehr ohne eine einzige Radspur ist natürlich auch der helle Wahnsinn. Vor 10 Jahren haben wir in der Bürgerschaft beschlossen, das muss dringend geändert werden. Eine der Top-Prioritäten, passiert ist nichts. Wir haben als ein Element, ein Ziel dieses Planes war es, die Unfälle mit Fahrradfahrern in den nächsten 10 Jahren zu halbieren. Die 10 Jahre sind jetzt um und in den 10 Jahren sind die Unfälle mit Fahrradfahrern in Lübeck gestiegen. Und der Grund ist, das steht hier unten drauf, es ist praktisch nichts umgesetzt worden. Wir haben diesen großartigen Plan, aber in den letzten 10 Jahren ist praktisch nichts passiert. Die erste gute Nachricht, und das ist eigentlich auch so ein bisschen die verzweifelte Nachricht über diese verlorenen mindestens 10 Jahre, die wir haben, das Geld für Fahrradinfrastruktur liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Wenn wir einen modernen, breiten Radweg bauen würden in Lübeck, würde uns das Land 85% der Kosten dazuschießen. 85%. Und das ist in den letzten 6 Jahren genau einmal passiert, in der Mäuslinger Allee. In der Mäuslinger Allee ist es perverserweise passiert. Die Mäuslinger Allee wollte man ausbauen, damit dort noch mehr Straßen durchbauen. Es gab da so eine Durchgangsstraße über das Drägerwerk. Dräger hat gesagt, die Straße wollen wir nicht mehr als Durchgangsstraße benutzen, die brauchen wir für uns. Dadurch hat sich der Verkehr in der Mäuslinger Allee gestaut. Man hat gesagt, wir müssen die Mäuslinger Allee ausweiten. Man wollte die Mäuslinger Allee auf 4 Spuren ausweiten. Jetzt haben wir nur 3. Man hat extra sogar Vorgärten enteignet, damit da der Platz war. Dann sind aber die Vorschriften haben sich geändert. Man hatte dann doch nicht mehr für 4 Spuren Platz, hat nur 3 Fahrspuren gebaut und darum hatte man da jetzt mal Platz für einen vernünftigen Radweg. Also den einzigen Radweg, den in den letzten 7, 8 Jahren gebaut wurde, der mit 85% gefördert wurde, ist in der Mäuslinger Allee. Aber wir hätten eigentlich jedes Jahr 1, 2, 3 solcher Radwege bauen sollen, weil das hätte uns nicht besonders viel gekostet. Geld ist da kein Element. So, und dann ist in Lübeck etwas passiert. Das passiert manchmal in Lübeck, sehr erfreulicherweise. Davon haben vielleicht der eine oder andere gehört. Die Leute haben gesagt, den Leuten ist der Kragen geplatzt. Die haben gesagt, es kann einfach nicht wahr sein. Unsere Fahrradinfrastruktur ist so bescheiden und es passiert gar nichts. Haben sich zusammengetan zum sogenannten Radentscheid und haben Unterschriften gesammelt für ein Volksbegehren. Man muss ungefähr 5% der Wahlberechtigten haben. Das sind ungefähr so 9.000 Leute. Die haben innerhalb von wenigen Monaten 13.000 Unterschriften gesammelt. Das ist ein echtes Fund. Kann man sich mal überlegen. Man stellt sich da auf so einen Marktplatz, sagt, hey, unterschreib mal. Bis da 13.000 zusammen sind, das ist schon ganz schön Arbeit.
und haben da sehr, sehr harte Forderungen dran geknüpft. Haben gesagt, wir möchten ein Volksbegehren haben, dass die, ich glaube, die haben 40 Millionen, dass Lübeck jedes Jahr 40 Millionen für Radverkehr ausgibt. Sehr, sehr hohe Forderungen. Aber das, weil das eben, weil so ein Painpoint war, wie bei euch auch in der breiten Lübecker Bevölkerung, haben sie diese Unterschriften sehr schnell zusammenbekommen. Es war dann leider so, dass die Forderungen, die diesem Volksbegehren zugrunde lagen, rechtlich von der Landesregierung nicht anerkannt wurden. Das war ein bisschen ein echter Downer. Was aber dann passiert ist, ist, sie sind dann in die Politik gegangen und haben gesagt, hey, wir haben jetzt diese Forderungen, ihr seht, es gibt offensichtlich einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung für diese Forderungen und haben versucht, mit der Politik zu verhandeln. Und die Politik, das war damals so vor 2, 3 Jahren, damals gab es in Lübeck eine sogenannte GroKo, also CDU und SPD haben in der Lübecker Bürgerschaft ein Bündnis gegründet und quasi regiert. Also der Radentscheid hat mit SPD und CDU verhandelt und ist in mehreren Schlaufen nirgendwo hingekommen. Die haben immer verhandelt, CDU und SPD haben gesagt, 40 Millionen ist wirklich völlig utopisch, das können wir nicht. Und dann hat man sich irgendwie auf 25 geeinigt. Und dann ist man wieder in die Fraktionen zurück und haben die Fraktionen gesagt, ihr spinnt wohl. Und dann haben sie nochmal verhandelt, okay, 20, sind wieder in die Fraktionen zurück, haben die Fraktionen gesagt, ihr spinnt wohl. Und so hat sich das über mehrere Monate lang hingezogen. Es ist dann nichts rausgekommen, aber irgendwann gab es den Durchbruch. Und zwar gab es den Durchbruch, als die Kooperation zwischen CDU und SPD geplatzt ist. Da kamen wir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen ins Spiel und da war dann so ein freies Spiel der Kräfte in der Bürgerschaft und da konnte man sich dann auch als einzelne Partei, es ist ja sehr, sehr viel schwerer, sich gegen so einen Bürgerinnenwillen zu stellen. Ist in so einer Regierungskooperation sehr viel einfacher. Plötzlich war man exposed und plötzlich ging da was. Und dann haben wir in der Bürgerschaft einen sehr, sehr ambitionierten Plan für Fahrradfahren verabschiedet, der ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen besser ist, was rausgekommen wäre, wenn wir das Volksbegehren hätten. Das Volksbegehren hätte nur für 2 Jahre gegolten. Also die hätten uns vorschreiben können für 2 Jahre, was wir machen können. Und wir haben jetzt einen Plan beschlossen, der jetzt erstmal läuft. Ohne Begrenzung. Bis es in der Bürgerschaft Mehrheiten gibt, die dagegen sind. Und das, was wir da beschlossen haben, ist extrem erfreulich, weil es alle Voraussetzungen, und diesen Satz müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt von der Beschlusslage her und von den Finanzen her alle Voraussetzungen, um Lübeck zur Fahrradstadt zu machen. Was wir beschlossen haben, ist, wir geben jedes Jahr 17,6 Millionen für Fahrradverkehr aus. Das ist eine ganz schöne Menge. Ein Kilometer allerbester, feinster Radschnellweg kostet ungefähr 1 Million. Also wir könnten damit, wenn wir es nur für Radwege ausgeben, könnten wir jedes Jahr 17 Kilometer exzellentesten Fahrradweg bauen. Und das jedes Jahr wieder. Also das ist ganz schön toll. Man muss ein kleines bisschen, kleiner K-Wert ist, in diesem Jahr werden auch Brücken abgezogen. Es gab immer diese kleine Anekdote, will ich Ihnen jetzt nicht, euch jetzt nicht vorenthalten. Es wurde bei dem Geld, was die Lübecker Verwaltung ausweist, was sie für Fahrradverkehr ausgibt, haben sie immer die Brücken mitgezählt. Also die Bahnhofsbrücke kostet, glaube ich, so ungefähr 15 Millionen, könnt ihr euch vorstellen, wird gesagt, ein Drittel der Bahnhofsbrücke ist doch Fahrradverkehr. Also 5 Millionen geben wir dieses Jahr für Fahrradverkehr aus, weil wir die Bahnhofsbrücke bauen. So konnte man dann immer sich hinstellen und sagen, wir machen doch wahnsinnig viel für Fahrradverkehr. Während jeder normale Mensch sagen würde, dass wir da so eine Brücke bauen, ist gut und schön, aber mit der Verbesserung der Fahrradinfrastruktur hat das wirklich nichts zu tun. So, ab nächstem Jahr zählen die Brücken jetzt nicht mehr rein, also da haben wir 17,6 Millionen wirklich, aber nicht nur für Fahrradverkehr, sondern Fußverkehr zählt auch immer noch dazu. Also so Projekte, wo ich einfach eine Straße mache und den Fußweg nebenbei, da würde der Fußweganteil hier immer noch mit reinlaufen. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben jetzt wirklich, wirklich ausreichend Geld, um eine vernünftige Fahrradinfrastruktur in den nächsten Jahren zu bauen. Wir haben dann auch beschlossen, wir werden... Ja. Eine Frage mal, das sind ja der Investitionen, was ist mit der Instandhaltung? Die wird ja auch was kosten, wenn man Radweg hat, der muss ja auch dann instand gehalten werden. Perfekte Frage, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber in dem Beschluss ist gesagt 17,6 Millionen für Investitionen, die fand ich relevant und 1,2 Millionen für Sanierung. Also dafür gibt es nochmal einen extra Topf. Und wenn man dann noch überlegt, dass 85% Förderung dazukommen können, ja, Können wir ja noch viel mehr machen. Absolut. Und die einzige Einschränkung ist, für 85% muss ich wirklich tolle Radwege bauen. Das werden wir nicht überall und immer hinkriegen, aber nichtsdestotrotz, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das wird gehebelt. Also diese 17,6 Millionen werden gehebelt. Wir haben außerdem beschlossen, wir wollen jedes Jahr drei Kreuzungen fahrradfreundlich überarbeiten. Wir haben beschlossen, wir wollen jedes Jahr, alle diese Werte sind jedes Jahr 500 zusätzliche Fahrradstellplätze in der Stadt schaffen. Und wir haben, und das ist ganz wichtig, uns zu 2 großen Prinzipien bekannt, die ein ganz, ganz
wichtiges Element in dieser Diskussion sind, wir haben beschlossen, wir wollen tatsächlich Verkehrsraum umverteilen. Also wir kommen aus dieser Ära der autogerechten Stadt, wo wir alles, allen Platz fürs Auto gemacht haben. Jetzt sehen wir, Fahrradverkehr steigt. Es ist nur fair, jetzt zu sagen, den Verkehrsraum wollen wir umverteilen. Aber ihr könnt euch vorstellen, sowas führt immer zu viel Geschrei bei den Bürgerinnen und Bürgern. Bei Parkplätzen, aber auch, wenn wir Autospuren wegnehmen, weil natürlich dadurch der Verkehr nicht mehr so perfekt fließt. Und wer möchte schon von seiner eigenen Haustür noch ein bisschen weiter zum geparkten Auto gehen? Das sind immer sehr unpopuläre Themen. Darum freuen wir uns ganz extrem, dass wir dieses Prinzip jetzt hier fest verankert haben. Und dann gibt es einen Standard, wie moderne, gute Radwege aussehen müssen. Und wir haben jetzt gesagt, diesen Standard, den wollen wir tatsächlich, wo immer es irgend geht, einhalten. Und das ist, dieser Standard ist übrigens auch die Voraussetzung für die 85% Förderung. So, also das ist das jetzt, was jetzt eigentlich schon, nicht eigentlich, das ist das, was jetzt Beschlusslage, offizielle Beschlusslage in der Lübecker Politik ist. Und wir haben jetzt gerade den Haushalt für 2024 verabschiedet. Da haben wir gesagt, wir wollen jetzt nochmal wirklich vier wichtige Sachen, die uns sehr wichtig waren, drauflegen. Wir haben jetzt beschlossen tatsächlich, wir wollen drei Velorouten jetzt mal angehen. Wir haben, wie gesagt, vor 10 Jahren schon ein Konzept von 30 Velorouten gehabt. Kiel hat 10 Velorouten beschlossen, hat 6 schon umgesetzt. In Lübeck gibt es noch keine einzige. Wir wollen jetzt mal die ersten 3 machen. Wir haben außerdem beschlossen, wir wollen den Lindenteller, die Puppenbrücke. Puppenbrücke ist auch ein Wahnsinn. Puppenbrücke ist eine 5-spurige Straße. Und auf einer 5-spurigen Straße gibt es stadtauswärts keinen Fahrradweg. Auch die wollen wir überplanen. Und Gustav-Radbruch-Platz ist der zweitgefährlichste Platz in Lübeck. Und das sind harte Maßnahmen, die wir da beschlossen haben, weil das den Lindenteller zu überplanen bedeutet, es wird eine Fahrspur weggehen. Und dann kann man sich überlegen, in der jetzigen Situation, das wird zu mehr Staus führen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir da trotzdem hart gewesen sind. Aber das werden jetzt schon noch in den nächsten Monaten und Jahren schmerzhafte Diskussionen sein. Und wir haben beschlossen, ich weiß nicht, das würde mich nochmal ganz interessieren. Wer weiß von euch, dass wir eine Fahrradstraße in der Altstadt haben? Super, das ist gar nicht so wenig. Okay, so, und dann wisst ihr auch, dass die eigentlich nur wirklich auf dem Papier eine Fahrradstraße ist. Zum Fahrradfahren eignet die sich wirklich nicht. Und darum haben wir jetzt beschlossen, die wollen wir tatsächlich überplanen und nicht asphaltieren. Das passt wirklich nicht in die historische Altstadt. Die wichtigste Idee ist, wir wollen das Kopfsteinpflaster, wir wollen wahrscheinlich einen Streifen Kopfsteinpflaster schaffen, wo wir das Kopfsteinpflaster schneiden. Also so wie in der Fleischauer Straße ist, geschnittenes Kopfsteinpflaster, da kann man dann sehr, sehr schön fahren. So, das sind auch Beschlüsse, die wir jetzt sozusagen mit Geld hinterlegt haben. Die werden in 24 anfangen zu den anderen Projekten, die ich da eben gesagt habe. Ja. Eine Frage, das ist gut. Komm mal ein bisschen näher, damit man euch auch online hört. Ja, danke. Frage dazu, das sind jetzt ja Beschlüsse aus der Bürgerschaft. Wie viel ist das denn in der Verwaltung wert? Also erfahrungsgemäß ist das nicht das Gleiche. Absolut, sehr gute Frage. De jure, also vom Gesetz her, ist die Verwaltung zu 100% an das gebunden, was wir in der Bürgerschaft machen. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass das natürlich immer so ein Spiel ist. Ne? Die haben dann ihre Argumente, warum das nicht geht und hier ist wieder ein Problem aufgetaucht und da. Und wir als Bürgerschaft gehen dann immer hin und versuchen, unser Waffenarsenal, wenn man so will, zu benutzen, um das doch dann durchzusetzen. Also das, nur weil es einmal beschlossen ist, heißt nicht, dass es 1:1 umgesetzt wird. Aber es heißt typischerweise, dass man da schon einen sehr, sehr großen Schritt vorankommt und da sich dann was bewegt. Soweit, das würde ich schon sagen. So, was wäre jetzt die Idee, was machen wir jetzt mit dem Geld? Wie soll jetzt eigentlich, wie Voraussetzungen sind da, wie wollen wir jetzt Lübeck fahrradtechnisch umgestalten? Was sind die wichtigsten Elemente einer modernen Fahrradinfrastruktur, wo wollen wir da hin? Bevor wir jetzt mit Lübeck anfangen, nur noch mal zum Träumen sozusagen. Was ist eigentlich so das Beste, was wir im Moment sehen? Und das Beste, was wir in Deutschland sehen, ist tatsächlich Tübingen. Das ist ein Bild von Tübingen. Das ist ein Radweg, der vom Ostrand der Stadt über den Bahnhof zum Westrand der Stadt geht. Also einmal durch die ganze Stadt. Tübingen hat 110.000 Einwohner, ungefähr halb so groß wie Lübeck. Und auf diesem Weg, der da jetzt fertig ist, gibt es keine einzige Ampel. Ihr fahrt mit dem Fahrrad einmal durch die gesamte Stadt. Und was an diesem Bild interessant ist, man könnte denken, das ist irgendwo im Wald in Tübingen. Dieses Bild ist aufgenommen 50 Meter vom Hauptbahnhof Tübingen entfernt. Weil die einfach gesagt haben, wir haben jetzt Platz, wir machen Verkehrswende, wir machen so eine Stadt schön und grün. Also man hat da aufgeforstet, mitten in der Stadt. So, das ist sozusagen der Goldstandard in Deutschland. Und dann hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal von der Stadt Houten gehört in den Niederlanden. Das ist eine Stadt, die ist auf dem Reißbrett geplant. Das ist eine Stadt, die ist, ich glaube, so 50.000 Einwohner.
Und die ist von einer Ringstraße umschlossen. Und von dieser Ringstraße kann man nur mit so kleinen Sackgassen mit dem Auto in die Stadt fahren. Aber man kann nicht mit dem Auto einmal durch die Stadt durchfahren. Man kann auch nicht innerhalb von der Stadt von einem Punkt zum anderen mit dem Auto fahren. Das geht immer nicht. Immer wenn man mit dem Auto irgendwo von einem Punkt zum anderen in der Stadt will, muss man raus auf die Ringstraße, einmal drumherum fahren. Mit dem Fahrrad geht das alles. Hat ein unfassbar gutes Fahrradnetz, weil diese Stadt für das Fahrrad konzipiert ist. Und darum ist jede Wegbeziehung innerhalb der Stadt viel kürzer als mit dem Auto, viel schneller als mit dem Auto, weil man eben mit dem Auto immer einmal rum muss. Und mit dem Fahrrad fährt man einfach jip, jip, jip. Also fahren alle Leute Fahrrad. Und die haben dann natürlich auch nicht gespart. Also das, die haben dann tatsächlich so da, wo Autos fahren gibt, ist das alles in zwei geschossen. Und die haben Kreisverkehr oben fürs Auto und darunter fürs Fahrrad oder andersrum. Ja. Gibt es in der Stadt noch ÖPNV? Weiß ich gar nicht. Gute Frage. Ich glaube nicht. Also so die Bilder und Filme, die ich gesehen habe, ich war ehrlich gesagt noch nie da, aber deshalb ist mir nicht aufgefallen. Man sieht wirklich nur Fahrradfahrer. Und dann ist es auch ganz lustig, wenn man sich das so anguckt. Fahrrad hat immer Vorfahrt. Also wenn ein Auto und ein Fahrrad sich begegnen, es warten immer die Autos, Fahrräder dürfen immer fahren. Das ist sozusagen so das, die idealtypische Fahrradstadt, die man halt nur so idealtypisch schaffen konnte, weil sie auf dem Reißbrett konzipiert ist. Aber nur, dass man sich mal überlegt, was ist eigentlich so theoretisch möglich? So, wie wollen wir das jetzt in Lübeck machen? Ich hatte eben schon von Velorouten erzählt. Wir wollen ein Netz von Velorouten schaffen. Velorouten sind Verbindungen, wo man relativ lange Strecken auch relativ flott fahren kann, aber nicht auf einheitlichen Belag sozusagen. Das kann mal ein Radschnellweg für ein Stück sein, dann kann es eine Straße sein, wo einfach ein vernünftiger, breiter, baulich getrennter Radweg ist, dann kann es auch mal eine Fahrradstraße sein. Also das können unterschiedliche Dinge sein, aber es ist auf alle Fälle ein Punkt von A nach B, auf jedem Punkt dieser Strecke einen vernünftigen Weg hat, sich mit dem Fahrrad vorzubewegen und davon dann ein Netz durch die ganze Stadt. Nur so, dass ich weiß, ich werde mit dem Fahrrad alle Punkte sehr, sehr gut und zuverlässig mit für mich geeigneten Methoden so erreichen, wie ich mir das vorstelle. Genau, das hatte ich schon gesagt, wir haben davon mal 30 geplant. Bisher ist noch keine einzige umgesetzt. Wir haben jetzt 3 beauftragt. Kiel, hatte ich auch schon eben gesagt, hat schon 10 geplant, 6 sind schon fertig. Der ADFC, der Dennis war dabei, ja, die haben sich tatsächlich, das kannst du vielleicht gleich mal sagen, aber ihr habt euch die Arbeit gemacht und habt nochmal tatsächlich 50 Routen ungefähr, noch ein bisschen mehr glaube ich sogar, ne, ausgearbeitet und habt wirklich genau aufgeschrieben, so sollte da der Verkehr laufen, da der Fahrradverkehr laufen, da haben wir schon die Infrastruktur, da müssen wir es noch machen, da gibt es noch was zu bauen, also auch da das Wissen, die Konzepte liegen vor. So, das ist sozusagen das Netz und da gibt es jetzt dann, das hatte ich eben schon gesagt, 3 verschiedene im Wesentlichen Dinge. Das eine sind Radschnellwege. Radschnellwege ist so ein bisschen so, wie ihr euch das in Tübingen vorgestellt gesehen habt, nur dass wir es halt nicht so komplett ohne Ampel hinkriegen. Aber die Idee ist schon, dass es so breit ist, dass man sich überholen kann, dass man relativ flott fahren kann. Idealerweise gibt es Querungen, Überführungen oder Untertunnelungen, möglichst wenig Ampeln, wo man schnell von A nach B kommt. Und das machen wir typischerweise auf den Strecken, wo wir wissen, da ist sehr, sehr viel Verkehr. Also die Endpunkte. Es gibt einen, der jetzt geplant werden soll oder gebaut werden soll, von Großgrönau nach Bad Schwartau. Und das Stück auf der Ratzeburger Allee, irgendwann auch hier bis zur Uni, das soll tatsächlich nächstes Jahr angefangen werden. Die ersten 2 bis 3 Kilometer oben am Mühlentor, da wird an der Ratzeburger Allee jetzt ein Fahrradschnellweg gebaut. Und der soll dann den ganzen Weg hier runter bis zur Uni, an der Innenstadt vorbei und dann Richtung Norden nach Bad Schwartau. Und das würden wir idealerweise ergänzen um 2 weitere Verbindungen. Das eine ist so eine Nord-Süd-Verbindung, oben von Travemünde kommen bis nach Meusling. Und wenn ich jetzt diese riesen Entfernung sage, wir würden nicht von ganz Meusling bis Travemünde einen einzigen Radschnellweg brauchen, auch nicht, weil zwischendrin ja gar nicht so viel, da gibt es viele Strecken, wo gar nicht so viel Verkehr ist. Aber die Idee ist, dass man da die wichtigen Strecken auf diese, oder die wichtigen Teile dieser Strecke eben mit so einem Radschnellweg verbaut. Und das dritte ist dann so eine Ost-West-Verbindung nochmal, so von Stockelsdorf, Fackenburger Allee und dann raus Richtung Schlutrup. Am Kaufhof vorbei, Wesloh und dann Richtung Schlutup. Das wären so die wichtigen 3 Achsen, wo man sagt, da hat man dann idealerweise einen Radschnellweg und kann da pesen. Das zweite Element, was man bauen würde, und das ist das Entscheidende, baulich getrennte Radwege, wo sicher ist, da kann nicht ein Auto einfach mal so fahren, so rüberfahren, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass mir von der Seite ein Auto reinfährt, wenn es einen Schlenker macht.
Und das ist für Leute so wie mich oder für Dennis oder für euch vielleicht gar nicht so entscheidend, aber wenn man kleine Kinder auf dem Fahrradweg haben will oder wenn man ältere Menschen haben will, dann ist sowas unerlässlich wegen dieses subjektiven Sicherheitsgefühls. Also ich würde mein kleines Kind jetzt nicht auf so einem Weg fahren, wie wir das in Lübeck zunehmend machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Fregattenstraße, Rogstraße ist viel in Diskussionen, Wesloher Straße. Da hat man einfach gesagt, wir können jetzt die Radwege da nicht mehr erneuern, die sind abgängig, wir malen einfach Striche auf die Straße und dann sollen die Leute da auf der Straße fahren. Das ist nicht das, was man sich unter einer vernünftigen Fahrradinfrastruktur vorstellt. Wir wollen baulich getrennte Radwege da, wo es keine Radschnellwege gibt. Und das dritte ist Fahrradstraßen. In der Altstadt das eine, die bekannteste hier in Lübeck ist eigentlich die Dorfstraße. Eine Fahrradstraße zeichnet sich dadurch aus, dass Autos da nicht mehr durchfahren dürfen. Das kommt euch ein bisschen komisch vor in der Dorfstraße. Da sieht man sehr, sehr viele Autos. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das nicht vernünftig kontrolliert wird. Anlieger dürfen natürlich zu ihren Häusern fahren. Anliegerverkehr ist frei. Aber die Dorfstraße darf nicht als Durchgangsstraße benutzt werden. Heute nicht. Wird sie aber sehr viel. So, das ist auch, man hat da schon auch ein bisschen ein Enforcement-Issue. Aber die Idee ist, dass man solche Straßen, wo man sagt, hier hat jetzt einfach mal der Fahrradverkehr Vorrang, der Autoverkehr kommt hier raus, es sei denn, die Leute wohnen da. Die Idee ist, dass man solche Straßen zunehmend dann da schafft, wo man keine Fahrradwege bauen kann. In Kiel gibt es heute schon 23 davon. Wie gesagt, wir in Lübeck haben 2. Und nur da, wo tatsächlich Tempo 30 ist, da würde man sagen, wenn Tempo 30 ist und der Autoverkehr auch tatsächlich kaum schneller fährt, weil es eine verschlängte Straße ist, da kann man dann auch auf der Straße fahren, wenn es keine Fahrradstraße ist. Aber das sind so die Grundprinzipien. Radschnellweg, breiter Fahrradweg, baulich getrennt, Fahrradstraße oder wenn Tempo 30 auf der Straße. Das sind die Elemente, die man dann in einem Veloroutennetz so verbinden würde, dass man flott durch die Stadt kommt. Und dann natürlich, das ist jetzt auch mal so ein Bild zum Träumen, das ist das Fahrradparkhaus in Utrecht. So werden die Parkhäuser in Lübeck jetzt nicht im ersten Schritt aussehen, aber wir werden auch am Bahnhof 2 Fahrradparkhäuser bauen. Das große wichtige Element ist dabei, dass wir trotzdem noch draußen weiterhin viele Plätze schaffen, wo man auch gratis parken kann. Also es wird nicht, darauf werden wir achten, es wird nicht so sein, dass man nur noch in den Fahrradparkhäusern bauen kann. Aber die Idee ist, dass wir jetzt am Bahnhof mit 2 Fahrradparkhäusern anfangen und dann zunehmend an den neuralgischen Punkten, vor allen Dingen da, wo Umsteigemöglichkeiten zum ÖPNV sind, weitere auch überdachte Abstellmöglichkeiten bauen. Ja. Also im Fahrradparkhaus wird man zahlen müssen, absolut. Also das ist jedenfalls bisher die davon gehen im Moment in Lübeck alle aus. Aber fairer Punkt, kann man hinterfragen. So, und was ist jetzt das Nächste, was wir machen müssen? Also dieses Radentscheidbudgets, von dem ich eben gesagt habe, das, was hier vorne auch schon gefragt wurde, das ist jetzt sozusagen das Entscheidende, dass wir in der Politik aufpassen, dass tatsächlich die Verwaltung das verbaut, was wir jetzt beschlossen haben. Die Maßnahmen umsetzt, auch die personellen Ressourcen in der Verwaltung darauf setzt, dieses Geld tatsächlich auch umzusetzen, zu verplanen und dann auch zu verbauen. Das wird jetzt ein großer Teil der nächsten Monate und Jahre sein. Und dann wollen wir tatsächlich einen neuen Verkehrsentwicklungsplan, ein bisschen sperriges Wort, aber dass wir mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, wie soll eigentlich der Verkehr in Lübeck organisiert werden. Da arbeitet die Verwaltung jetzt dran. Das soll 24, vielleicht auch erst 25 fertig sein. Da wird es ein großes Fahrradkapitel geben, einen großen Fahrradteil. Und da wird es dann darum gehen, diese Elemente sozusagen dort politisch zu verankern und das dann als eine Basis zu benutzen, um auf der Basis dann diese ganzen Teile mit dem Geld, das wir jetzt haben, zu verbauen. Und wenn wir das haben, dann sind wir, glaube ich, schon die Fahrradstadt des Nordens. Werden wir nicht in 3 Jahren, werden wir nicht in 5 Jahren sein, vielleicht in 10 Jahren, 15. Danke für die Aufmerksamkeit. War ganz geduldig und habe gewartet, bis das Mikrofon da war. Es hat mich aber auch ein bisschen Kraft gekostet. Egal, darum soll es nicht gehen, sondern ich wohne in Hamburg. Ich habe früher in Lübeck gewohnt. Und was mich im Moment viel beschäftigt, ich habe 2 Kinder, sind immer so Sachen auch mit Motor drin. Einfach, weil es manchmal viel entspannter ist, wenn ich einen großen Einkauf drin habe und 2 Kinder, ist es auf einmal viel leichter. Und meine Frage kommt jetzt, wie ist es eigentlich bei diesen ganzen Velorouten? Ein Fahrrad sind dann auch, wenn da ein Elektromotor drin ist, das ist immer bis 25 km/h, ne?
alles, was da drüber ist, ist dann kein Fahrrad mehr und darf da dann auch nicht mehr fahren? Oder wie ist da die Idee? Ist da so eine Strategie? Manchmal gibt es ja auch so Velorouten oder so Fahrradwege, da ist dann dieses Mofa-Zeichen dran und dann darf man doch mit diesem Kennzeichen, aber diese Velorouten, die sind alle geplant ohne Mofa-Kennzeichen. Da darf ich nur... Also Velorouten sind ja diese Kombination des verschiedenen unterschiedlichsten Dingen. Ne? Aber ich glaube, du meinst so die Radschnellwege oder die Radwege, die wir jetzt bauen. Also der moderne Standard ist tatsächlich 2 Meter Breite und der wesentliche Treiber dahinter, hinter dieser 2 Meter Breite ist, wir wollen überholen können, wir wollen auch überholt werden können sicher. Und das wird zunehmend natürlich, indem immer mehr motorisierte Fahrräder sind, die einfach ein bisschen schneller sind als andere. Also die unterschiedlichen Geschwindigkeiten werden ja jetzt zunehmen. Und darum baut man diese Breiten und baut dafür vor. Ich bin ehrlich gesagt jetzt wirklich nicht sattelfest, ab welcher Geschwindigkeit. Ich glaube, diese Pedelecs über 25 sind noch relativ selten. Wann die wo wie noch welche Fahrradwege benutzen dürfen, das kann ich dir nicht genau sagen. Also ich habe mir das nur ein bisschen angeguckt, habe geguckt, weil ich auch das nervig finde. Ich habe eine Straße, da fahre ich meine Kinder regelmäßig lang, das ist eine 30er-Zone. Die Autos wollen mich immer überholen, wenn ich 25 fahre. Und ich denke so, warum sagt dieser Motor jetzt bei 25 Stopp, warum kann ich nicht 30 fahren? Und was ich, je länger ich mich informiert habe, umso klarer wurde mir, sobald mein Zweirad 1 km/h schneller fahren kann mit dem Motor, ne? Also mit was weiß ich, Muskelkraft gibt's da keine Grenze. Sobald ich schneller fahren kann, bin ich kein Fahrrad mehr. Darf ich nicht mehr auf dem Fahrradweg fahren, sind sozusagen alle meine Privilegien weg. Zack, 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 zack. Dann brauchst du auch ein Nummernschild und so, du musst richtig anmelden. Ja, genau, dieses Versicherungsding, aber das ist eigentlich so mega entspannt. Aber das heißt, das taucht da eigentlich gar nicht auf. Und das ist eigentlich auch eher wahrscheinlich eher so ein Bundesding, ne? Da, regulativ schon und quantitativ bisher Gott sei Dank nicht besonders bedeutsam. Okay. Dankeschön. Und noch eine Frage. Trotzdem deutlich sprechen, ne? Okay, ja. Ich habe eine Frage zu dem Belag von Fahrradwegen. Also es war ja auch, dass die Fahrradwege dann farblich gekennzeichnet werden sollen. Wenn man aber nicht alles asphaltieren möchte, so wegen Versiegelung, was ja beim Fahrrad auch durchaus geht, gibt es da auch andere Möglichkeiten, vielleicht mit Kopfsteinpflaster zu arbeiten, was ja dann schon durch die Ritzen auch Versickerungsmöglichkeiten hat? Oder? Das ist eine Diskussion, die wir öfter manchmal führen. Aber ehrlich gesagt, bisher ist immer, der neue Fahrradweg ist immer Asphalt. Da gibt es praktisch keine Ausnahmen. Und die einzigen Ausnahmen, die ich jetzt so kenne, die aber auch wirklich, also so ein geschnittenes Kopfsteinpflaster ist wirklich sehr, sehr teuer. Das macht man in so einer mittelalterlichen Altstadt, um so das Gesamtensemble zu wahren. Aber um jetzt neue Fahrradwege anzulegen mit Kopfsteinpflaster, das wäre nicht besonders ökonomisch. Nicht mal mit den Mengen an Geld, die wir jetzt zur Verfügung haben. Auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ästhetisch wünschenswert wäre. Moin, ich bin Tom und bin inzwischen Doktorand in Heidelberg, aber im Herzen immer noch Lübecker, komme gerne hier zurück. So wie dieses Wochenende und ich komme dann immer am Lübecker Hauptbahnhof an und würde gerne zu meinen Eltern hier in der Gegend herfahren. Und die 2 Optionen, die ich habe, ist, ich warte eine halbe Stunde auf den Bus spätabends oder ich hole mir so einen Elektroroller, der nicht nachhaltig ist. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass es so ein Bike-Sharing-System in Lübeck gäbe, wie es in diversen anderen Städten auch gibt. Ist da was geplant? Oder... Also ich habe mal mitbekommen, dass es in Lübeck dieses mobile Werbeverbot gibt, weshalb Nextbike sich dagegen entschieden hat und das hier nicht machen konnte. Ich würde mir wünschen, dass es sowas gäbe. Also wir haben tatsächlich bei der letzten Kommunalwahl 2018 schon sehr, sehr viel darüber diskutiert. Wir haben die ganze letzte Periode damit verbracht, dass die Verwaltung gesagt hat, ja, sie arbeiten an einem Konzept und dann lag es jahrelang in der Tasche. Es gibt jetzt auch ein Konzept und jetzt... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das nicht umgesetzt wird. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, es ist nicht billig und vielleicht, also es ist jetzt nicht, es kostet ein paar hunderttausend jedes Jahr, also nicht so, dass man denkt, boah, das können wir uns auf keinen Fall leisten, aber schon so, dass man sagt, puh, ja, das ist jetzt mal schon Geld, das wir dafür in die Hand nehmen. Es wird kommen, ob das jetzt nächstes Jahr kommt oder übernächstes Jahr, weiß ich nicht, aber es wird kommen. Da bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich.
Moin, danke für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zu den schmalen Straßen wie dem Mönckhofer Weg, wo es an der Seite wirklich nur so einen schmalen, mit Streifen abgetrennten Radweg gibt, wo die Fahrräder mit auf der Straße fahren müssen und die Autos auch nicht den Abstand einhalten können. Wurde da mal diskutiert, ob man quasi von Tempo 50 auf 30 geht, damit man sich an die Gefahrensituation für die Radfahrer anpasst? Also das ist natürlich für ganz, ganz viele Menschen ein rotes Tuch, ne? Auf so einer relativ wichtigen Achse Tempo 30 plötzlich. Also das wurde so in der Breite noch nicht diskutiert und es gibt im Moment auch noch bundesgesetzliche Regelungen, die dagegen sprechen, aber das ist ja eine Diskussion, das kriegt ihr vielleicht mit, das soll gerade aufgelöst werden, dass wir als Kommunen da auch sehr viel mehr Freiraum haben. Die Entscheidung, vor der man steht, ist immer diese, entweder wir machen es dann auf die Straße, aber dann muss es wirklich Tempo 30 sein, oder wir müssen eine Radfahrinfrastruktur bauen, so dass es baulich getrennt ist, aber dann muss auch der Platz sein. So eins von beiden muss in Zukunft da sein. Meine ganz persönliche Meinung ist, wenn man jetzt auf dem Mönckhofer Weg Tempo 30 einrichtet, kann sich, glaube ich, jeder selber überlegen, wie häufig das eingehalten wird. Wie viele Leute fahren dann doch schneller? Und darum ist an solchen Stellen, glaube ich, das sind wir sehr viel besser beraten, wenn es irgend geht, da tatsächlich baulich getrennte Radwege zu bauen. Und Tempo 30 ist wirklich eher so in Straßen, wo man eben nicht so relativ flott und schnell mit dem Auto fahren kann, dass man dann doch meistens schneller fährt als Tempo 30. Also in Tempo 30 sind tatsächlich Radweginfrastrukturen nicht erlaubt zu bauen auf Bundesgesetz. Ja. Kein Radweg, nichts, das ist nicht erlaubt. Ja. Fragen? Okay, ich laufe hier rum. Wo war das? Ich komme von hinten. Moin, also ich noch lauter. Achso. Also ich hätte mal eine kurze Nachfrage bezüglich der 500 Stellplätze. Wir haben ja schon relativ viele und ich glaube, dass wir an einigen Stellen auch echt noch Bedarf haben. Aber jetzt gerade, wenn ich sehe oder wenn ich mir denke, eure Planung könnte jetzt auf 10 Jahre oder so oder vielleicht länger sein. Ich kann mir halt vorstellen, irgendwann ist einfach mal gut mit Stellplätzen. Ist das denn so fest wirklich bei euch einkalkuliert oder könnt ihr, weiß ich nicht, nach 3 Jahren sagen, okay, Stellplätze, die jetzt geplant sind, sind alle fertig. Wir nehmen das, was wir da angedacht haben, in der ersten Planung jetzt für andere Sachen. Also das Schöne an politischen Beschlüssen ist, dass man sie ja immer korrigieren kann. Ja, wenn wir das Gefühl haben, wir haben jetzt wirklich genug Stellplätze, werden wir das anpassen, das verspreche ich. Ja, aber mir ist halt, ich habe jetzt im Sommer in der Warmstraße gesehen, ich weiß nicht, ob sie die komplette Straße geteert haben, aber sie haben halt die Stellplätze, die da waren, einfach abgeflext, die Straße oder nur das Stück neu gemacht. Und dann nur 2 von den Stellplätzen der Fahrräder in einer anderen Richtung wieder aufgestellt und denke mir so, dieses ganze rausgeschmissene Geld hättet ihr euch, also das hätte man vielleicht irgendwie netter machen können. Es ist halt, ja, schwierig, ne? Das klingt so, als ob das nicht so besonders sinnvoll da gelaufen ist, aber ja, es ist im Einzelfall absolut, nicht zu also sehen. Für mich als Außenstehende war es absolut komisch. Das ist leider da manch, also ja. Ich will jetzt nicht über die Mühlen der Bürokratie lästern, aber manchmal fehlt es da, glaube ich, einfach auch an Basic-Kommunikation und dann haben die Leute eine Vorschrift und einen Auftrag und dann machen sie den, ohne miteinander zu reden und dann passiert sowas. Danke. Steck sie nicht drin, würde ich sagen. Wenn es so eine Tempo-30-Zone gibt, dann soll man mit dem Fahrrad auf der Straße fahren. Die Frage muss man. Ist, wir dürfen dann keine Radwege bauen. Ja, die Frage ist aber, wer kontrolliert die Autos in dem Moment? Gibt es Geld aus dieser Summe, die Sie genannt haben, auch für die Kontrollen, also für das Ordnungsamt? Weil also momentan gibt es dann, sehr viele Stellen, also ich kann mindestens, keine Ahnung, 10 Tempo-30-Zonen nennen, wo die Autos mich überholen, obwohl es da noch nicht mal 10 Zentimeter zu mir Luft ist.
Absolut. Das ist ein super wichtiges Problem. Das hatten wir eben auch bei der Diskussion über den Mönckhofer Weg. Also da eine Tempo-30-Zone anzulegen mit Fahrradweg auf der Straße, wo die Autos sowieso schnell fahren werden, ist schon deshalb keine gute Idee. Keine gute Idee. Mit den Kontrollen ist das so eine Sache. Also erstens, es gibt den kommunalen Ordnungsdienst, den wir als Stadt kontrollieren können, und dann gibt es die Polizei. Der fließende Verkehr darf blöderweise nicht vom kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert werden, sondern nur von der Polizei. Der kommunale Ordnungsdienst ist nur für den stehenden Verkehr verantwortlich. Also der darf Parktickets geben, aber der darf eben nicht. Ein riesengroßes Problem in der Altstadt ist ja auch, dass die Leute überall durchfahren, wo sie eigentlich nicht durchfahren dürfen. Und genauso darf der kommunale Ordnungsdienst auch keine Geschwindigkeitsmessung machen. Das ist Aufgabe der Polizei, das ist Landesaufgabe, da sind wir als Stadt leider außen raus. Aber, also, ja, was mich immer ein bisschen beruhigt ist, wenn man in der Tempo-30-Zone kontrolliert wird, dann ist es da auch relativ schnell immer ganz, ganz, ganz teuer. Wer soll auch den stehenden Verkehr kontrollieren? Ich war heute zum Beispiel in der Schwartauer Landstraße, Autohaus. Radweg, Fußgängerweg zugeparkt. Von den Autos, die zum Autohaus gehören. Ordnungsamt hat Feierabend. Kontrolliert keiner mehr. Da kommt keiner vorbei. Also dieses Ordnungsamt-Thema, das ist für mich mit meiner Parteifarbe wirklich kein Lieblingsthema. Aber auch wir haben jetzt gesagt, wir wollen wirklich, und das haben wir auch in der Vergangenheit, das Ordnungsamt aufstocken. Das Ordnungsamt ist, glaube ich, hat sich vervierfacht, glaube ich, in Lübeck in den letzten 6, 7, 8 Jahren. Und ein wichtiges Argument, mit dem man uns auch immer gekriegt hat, ist, ihr beschwert euch doch immer über die zugeparkten Fußwege. Das müssen wir, das können wir nur mit dem Ordnungsamt lösen. Und im Moment ist an allen Ecken und Enden der Stadt Geschrei, weil diese zusätzlichen Leute des Ordnungsamtes durch die Stadt laufen und tatsächlich überall Knöllchen verteilen. Und die Leute schreien auf und sagen, seit 20 Jahren parke ich da, jetzt kriege ich plötzlich ein Knöllchen. Also da sehen wir Fortschritt. Ja, hallo. Ich bin noch nicht so lange in Lübeck, deswegen kenne ich mich mit diesem ganzen Fahrradthema noch nicht so aus. Das Erste, was mir aber beigebracht wurde, ist, schließ dein Fahrrad nicht in der Innenstadt an, weil das nicht so sicher ist, dass du es dann da noch wiederfindest. Dementsprechend als Erstes mal für die Gegend speziell zum Hauptbahnhof. Was diese Parkhäuser angeht, wenn wir da bezahlen müssen für, inwieweit ist man da quasi versichert, dass das Fahrrad dann am Ende da noch steht? Beziehungsweise inwieweit fällt das in dieses gesamte Thema Fahrradinfrastruktur, als dass man sich auch um die Sicherheit von Fahrrädern von Bürgern und Bürgerinnen kümmert? Also das ist schon ein Teil auch dieser Beschlusslage, dass wir sagen, wir wollen von diesen 500 Stellplätzen, die wir da jetzt schaffen, an den geeigneten Stellen auch immer welche schaffen, die tatsächlich überdacht sind und idealerweise sogar abschließbar. Also dieser Gedanke, der wird schon mitgedacht. So, ehrlich gesagt, in den Konditionen, wie das Parkhaus dann tatsächlich versichert ist, wie viel es kosten wird, ob es überhaupt was kosten würde, ist eine berechtigte Frage. Das ist ehrlich gesagt, wir haben noch nicht mal die Planung wirklich beschlossen. Es ist jetzt erstmal nur, wir haben Förderbescheid, wir dürfen da jetzt mal anfangen, was zu planen und dann auch zu bauen. Das wird noch eine Diskussion sein, die auf uns zukommt. Okay. Gut, wir sind noch fast durch. Gibt es noch eine Frage? Möchte noch jemand? Ja. Hallo, ich bin Michael aus Lübeck und bin schon seit Ewigkeit Lübecker und ich bin 2021 in dem Jahr durch einen Internetbeitrag, sage ich mal, auch auf dieses holländische Konzept bezüglich der zweigeschossigen Verkehrskreisel gestoßen, hatte daraufhin sogar die Stadtverwaltung angeschrieben, ob so etwas auch für die Stadt Lübeck eventuell geplant oder angedacht wird oder geprüft wird, sowas umzusetzen, hatte auch eine Antwort bekommen. Damals 2021, da hieß es, man prüfe noch und es ist auf jeden Fall was in der Planung und es gibt ja einige Verkehrskreisel in Lübeck, die ja auch mittlerweile auf einspurig zurückgebaut worden sind, auf einspurige Straßen jedenfalls für Autos, aber da frage ich mich, wo sind da eventuell für die Fahrradfahrer wieder in Bezug auf die Entkopplung Autoverkehr und Fahrradverkehr, wo da die Entkopplung stattfindet, weil ja immer bei Kreiseln die besondere Gefährdungslage ist, dass sich Fahrradfahrer und die Autos ja kreuzen, je nachdem, im Kreisverkehr. Und da finde ich es eigentlich charmant oder sinnvoll,
laut ausländischen Beispielen wäre das ja möglich im Sinne dieser zweigeschossigen Kreiselverkehre, dass man die Fahrradfahrer und Autofahrer trennt im Verkehrskreisel sozusagen, also von den Verkehrswegen her. Also ich finde das als Beispiel oder als Muster sozusagen für Lübeck eigentlich ganz passabel. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es nicht gerade günstig wird, sowas umzusetzen, wenn das überhaupt baulich an den Orten hier in Lübeck machbar wäre. Können oder wissen Sie zum Beispiel, ob sowas angedacht ist oder nochmal geprüft wird für Lübeck? Also ja, da kann ich was zu sagen. Das Erste ist, dadurch, dass zum Beispiel der Mühlentorteller jetzt einspurig nur wird, wird es ja schon aus meiner Sicht deutlich sicherer für die Fahrradfahrer. Ne? Also als Fahrradfahrer kann ich eine Spur schon deutlich besser überwachen, einsehen, gucken, was da passiert, als wenn da zwei Spuren sind. So diese Zweigeschossigkeit, aus meiner Sicht, meine ganz persönliche Meinung ist, das ist eine absolute Bundesliga-Maßnahme oder Champions-League-Maßnahme. Das ist, wenn ich meine Infrastruktur für Fahrräder wirklich komplett super aufgestellt habe und da noch das i-Tüpfelchen draufsetzen kann, dann würde ich darüber nachdenken. Aber wir sind in Lübeck hier in der Kreisklasse. Wir haben so viele Basics, um die wir uns erstmal kümmern sollten. Das würde ich als allererstes erstmal machen, bevor ich sowas mache. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man auch über sowas schon mal nachdenken. Am Lindenteller, da wo es am allerdringendsten bräuchten, da fehlt für sowas der Platz. Das kann man da schlicht nicht bauen. Gustav-Radbruch-Platz zum Beispiel, da könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne dass es ernsthaft geprüft würde, da könnte sowas gemacht werden, aber das ist auch nicht so ein stauneuralgischer Punkt. Also darum muss man da dann wahrscheinlich mal nachgucken, aber das ist jetzt ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht das, was wir in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren machen sollten. Gut, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich würde mir erlauben, die letzte Frage zu stellen, weil ein Detail wurde heute noch nicht erzählt, und zwar sitze ich zum Beispiel auch im Roten Tisch Radverkehr, und daher weiß ich sehr genau, dass die Stadt kaum Planungskapazitäten hat wegen Personal. Da wird Frage Nummer 1, wo kriegen das Personal her? Und Frage 2, wo bekommen die Baufirmen, die später auf die Straße bringen? Also Baufirmen kann ich dir nicht so genau sagen. Da kann man wirklich immer nur ausschreiben und hoffen, dass sich möglichst viele bewerben. So viel mehr Möglichkeiten gibt es da, glaube ich, nicht. So, beim Personal ist es so, es gibt eine Abteilung, die hat 10 Leute. Von diesen 10 Leuten sind 4 im Moment nicht besetzt. 2 haben wir aufgestockt. Also wir suchen, wenn jemand von Ihnen Lust hat, Fahrradwege zu planen, die Hansestadt Lübeck sucht dringend Leute. Die anderen 6 ist eine Frage, was machen die? Also die machen im Moment noch relativ viele Sachen, die nicht so unbedingt direkt mit dem Plan zu tun haben. Da könnte man, glaube ich, noch Effizienzpotenzial holen. Und dann ist diese Abteilung sowohl für Fahrradverkehr als auch für Autostraßen verantwortlich. Also auch indem wir da shiften sozusagen, schaffen wir schon was. Und darum ist die Hoffnung, aus dieser Shift weniger Straßen, mehr Fahrrad und die freien Stellen besetzen, kommen wir dahin, dass wir dieses Geld dann auch verbauen können. Wenn es eine ganz kurze Frage ist. Ja, kurze Frage. Also Sie haben ja den Fahrradschnellweg Travemünde-Meusling angekündigt. Angekündigt nicht. Ich habe gesagt, das wäre so ein Idealding, was ich mir vorstellen würde. Das stand noch. Also da ist noch nichts geplant, wirklich. Das sind jetzt meine Vorstellungen. Da ist nichts. Ja. Also den wünschen Sie. Genau. Wie soll der zum Beispiel aber aussehen? Weil es gibt ja A, den Tunnel und B, momentan gibt es bis Dänischburg ja so neben der Gleisen einen Radweg. In Zukunft fällt dieser vermutlich wieder weg, weil soll ja noch eine zusätzliche Bahnstrecke gebaut werden. Also diesen Weg, den es da gibt, der ist extrem charmant und den könnte ich mir für sowas wahnsinnig gut vorstellen. Das ist ein toller Weg. Der fährt auch so durch die Natur. Da nimmt man nicht irgendwelchen Straßen irgendwas weg. Da hat man keine Verteilungskonflikte. Da kann ich mir vorstellen, dass man da super lang fahren kann. Und man muss nicht durch den Tunnel. Aber möglicherweise muss man den an einigen Stellen dann ein bisschen verschieben. Da kommen wir jetzt, glaube ich, in die Details. Aber ich bin da neulich erst lang gefahren, das erscheint mir möglich, dass man da, wo ein neues Gleis hinkommt, dass man den Weg dann ein bisschen verschiebt. Das ist, glaube ich, auch nur ein begrenzter Abschnitt, wo das direkt an den Gleisen fährt. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch sehr, sehr früh. Also typischerweise beschäftigt man so ein Planungsbüro ein halbes Jahr damit, dass sie sich genau überlegen, welche Trassenalternativen hat man, und dann vergleicht man diese Trassenalternativen anhand 25 Kriterien und dann überlegt man sich eine. Darum wäre das unseriös, dass ich jetzt hier aus der Hüfte schieße.